Diese Sendung widmet Ihnen die BIWAG Unternehmensgruppe. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Energy TV, Ihrem Info- und Service-Magazin der BIWAG-Gruppe. Auch wenn es zurzeit noch sommerliches Wetter gibt, die Heizsaison rückt immer näher. Ein Heizsystem, das sowohl als Vollheizsystem als auch jetzt in der Übergangszeit geeignet ist, ist die Infrarotheizung. Sie erwärmt nicht die Raumluft, sondern Objekte und Körper. Das schafft herrliches Raumklima. Eine Infrarotheizung ist eine Strahlungsheizung. Sie erwärmt nicht wie herkömmliche Heizungen die Luft im Raum, sondern Gegenstände und Personen. Der Riesenvorteil, Sie haben weniger Staubentwicklung, weniger Luftentwicklung und ein wesentlich angenehmeres Wohnklima als mit einer Konvektionsheizung. Die Strahler der Infrarotheizung werden auf einer Fläche hinter einer Schutzschicht angeordnet. Diese Schutzschicht verhindert Verbrennungen, sollte die heiße Heizung berührt werden. Eine Oberflächentemperatur von bis zu 110 Grad Celsius garantiert eine hohe Effizienz. Infrarotheizung gibt es in vielen Varianten. Als hochwertige Motiv-, Glas- oder Spiegelelemente mit unterschiedlichen Drucken, Farben und Rahmenvarianten. Im Endeffekt können wir den Kunden seine Heizung so designen, wie er es wünscht und wie es ihm gefällt. Das heißt, ich könnte jetzt ein Foto drucken lassen? Sie könnten im Prinzip ein Urlaubsfoto von Ihnen und senden in der Richtung auflösen. Wir drucken Ihnen das auf die Heizung und es würde dann wie ein Bild, das heizt, bei Ihnen zu Hause hängen. Infrarotheizungen benötigen weitaus weniger Energie als andere Elektroheizungen. Ein weiterer Vorteil, sie sind nur einige Millimeter dick und so leicht, dass man sie platzsparend und unkompliziert ganz einfach an der Wand montieren kann. Es ist auch kein Heiz-, Technik- oder Tankraum erforderlich. Zusätzlich sparen sie auch Wartungs- und Instandhaltungskosten. Dadurch ist dieses System als Zusatz-, aber auch als Komplettheizsystem interessant. Wie viele solche Bilder brauche ich jetzt für ein Durchschnittshaus, sagen wir jetzt mal 150 Quadratmeter? Das hängt jetzt von unterschiedlichen Faktoren ab. Es hängt natürlich sehr stark von der Isolierung des Hauses ab. In einem Neubau können Sie davon ausgehen, dass Sie ungefähr für 20 Quadratmeter 1 Kilowatt Anschlussleistung benötigen. Das heißt, wir werden in Summe ungefähr 7,5 Kilowatt Anschlussleistung für ein 150 Quadratmeter Haus benötigen. Und wie viele Bilder Sie benötigen, hängt auch wieder sehr stark ab, wie groß die Räume sind. Sie brauchen natürlich pro Raum ein Bild, aber ich würde sagen, bei einem 150 Quadratmeter Haus würde ich so schätzen an die 10 bis 12 Bilder, je nach die Räumlichkeiten, wie groß die sind. Die Infrarotheizung selbst sendet kein für Menschen sichtbares Licht aus. Eine externe Steuerung ermöglicht eine komfortable Regelung der Heizung. In diesem Jahr wurden österreichweit bereits 149.000 Blitze gemessen. Kommt es im Burgenland aufgrund eines Gewitters zu Störungen in der Stromversorgung, stehen die Monteure vom BIWAG-Netz bereit. Im Burgenland werden jährlich rund 8.400 Blitze gezählt. Blitze können auch das Stromnetz und damit die Stromversorgung beeinträchtigen. Direkte Blitzschläge ins Hoch-, Mittel- und Niederspannungsnetz führen beispielsweise zu Kurzschlüssen im Versorgungsnetz. Ein Großteil davon wird durch eine automatische Wiedereinschaltfunktion binnen weniger Millisekunden beseitigt. Damit werden längere Ausfallszeiten verhindert. An und für sich ist es so, dass das Personal in unserer Netzleitstelle das herannahende Gewitter mit unseren Wetterinformationssystemen beobachtet. In der Folge hängt es dann davon ab, wie die Prognose des Gewitters ausschaut. Im Bedarfsfalle wird dann zusätzliches Entstörungspersonal in Bereitschaft versetzt. Das burgenländische Stromnetz zählt europaweit zu einem der sichersten Netze. Beispielsweise mussten die Burgenländer im Jahr 2011 durchschnittlich nur 18 Minuten ohne Strom auskommen. Der Österreich-Wert im Jahr 2010 lag bei 31 Minuten.
Kommt es bei Ihnen zu Hause zu einem Stromausfall, sollten Sie zuerst die Störung lokalisieren. Brennt beim Nachbarn das Licht oder funktioniert die Straßenbeleuchtung, liegt der Schaden meist in der eigenen Kundenanlage. Kontaktieren Sie in diesem Fall Ihren Hauselektriker oder wählen Sie die kostenlose Nummer des 24-Stunden-Strompannendienstes 0800 888 9000. Die BEWAG-Mitarbeiter sorgen dafür, dass Ihnen ein Top-E-Partner aus Ihrer Umgebung rasch und kompetent Pannenhilfe leistet. Grundsätzlich gilt, bewahren Sie Ruhe bei einem Stromausfall. Und in der Folge dann einige Regeln beachten, wie zum Beispiel Tiefkühltruhe nicht aufmachen, Kühlschrank nicht aufmachen, ältere Mitbewohner oder Kinder vom Stromausfall über den Stromausfall informieren, damit es nicht zu irgendeinem Chaos in der Situation kommt. Früher setzte man gegen Schmutz und Staub Besen oder Teppichklopfer ein. Heutzutage gibt es ein breites Angebot an Staubsaugern und Bodenreinigungsgeräten. Egal ob nass oder trocken, für jede Anwendung gibt es das Passende. Ein Zwei-Personen-Haushalt verbraucht für die Bodenpflege jährlich etwa 110 Kilowattstunden Strom. Das entspricht rund 5% des gesamten Stromverbrauchs. Heutzutage sorgt ein breites Angebot an Staubsaugern für Sauberkeit und Wohlbefinden in den eigenen vier Räumen. Handstaubsauger sind leichte, wendige Geräte, die wenig Platz benötigen. Besonders komfortabel ist die kabellose Variante. Ideal sind Handstaubsauger für den schnellen Einsatz zwischendurch. Ein Bodenstaubsauger ist ein unverzichtbares Gerät. Düse, Rohr und Griff sind mit dem Gerät durch einen flexiblen Schlauch verbunden. Zur Grundausstattung gehören die Universaldüse sowie eine Polster- und eine Fugendüse. Die Saugrohrlänge sollten Sie an Ihre Körpergröße anpassen. Am besten langsam, gleichmäßig und sternförmig saugen. Die Saugleistung bei empfindlichen Geweben und bei Naturfaser- oder Orientteppichen reduzieren. Auch den Staubbeutel regelmäßig tauschen. Denn volle Staubbeutel sowie verschmutzte Filter vermindern die Saugleistung. Mehrzwecksauger saugen groben und feinen Schmutz, aber auch Flüssigkeiten. Durch die robuste Bauweise und das große Fassungsvermögen eignen sie sich besonders für Einfamilienhäuser, aber auch für den Einsatz im Freien. Einige Nass-Trockensauger können über ein Vorsatzgerät Reinigungsflüssigkeit aufbringen. Der gelöste Schmutz wird mit dem Schmutzwasser aufgesaugt. Bei Allergikern besonders beliebt sind Geräte mit Wasserfilter. Hier werden Staub und Schmutz in einem mit Wasser gefüllten Behälter gesammelt, der nach jedem Saugen gereinigt werden muss. Wenn Sie überhaupt nicht gerne staubsaugen, dann legen Sie sich am besten einen Staubsaugroboter zu. Der arbeitet selbstständig, während Sie sich schöneren Dingen widmen können. Und zum Schluss noch ein Kauftipp für Sie, Innovatives und Praktisches für Ihren Haushalt. Diese Tischsteckdose, genannt PowerCube, ist auch für sperrige Netzteile geeignet und wird ganz einfach auf den Tisch gestellt oder an die Wand geklebt. Bis zu 4 Geräte können angeschlossen werden. Die perfekte Ergänzung ist der PowerCube mit USB-Port. Über diesen USB-Port können Sie Handy, Tablet-PC oder Fotokamera aufladen. Weitere Informationen finden Sie unter der eingeblendeten Internetadresse.
Wir sind auch schon wieder am Ende dieser Ausgabe von Energy TV, Ihrem Info- und Servicemagazin der BEWAG-Gruppe. Das nächste Mal begrüßt Sie wieder meine Kollegin Silvia Saringer. Sie meldet sich aus der Babypause zurück. Ich bedanke mich für Ihr Interesse und für 12 tolle Monate mit Energy TV. Mir hat es riesen Spaß gemacht. Verbringen Sie noch einen schönen Spätsommer und auch heute wünsche ich Ihnen noch einmal viel Energie. Diese Sendung widmete Ihnen die BEWAG Unternehmensgruppe.